Romantik hat das hier nicht viel zu tun. Landschaftspflege mit Schafen ist harte Arbeit, die gucke ich mir heute genauer an. Und ich werde bei einem großen Abenteuer dabei sein, denn 700 dieser Paarhufer ziehen um. Von dieser Wiese am Oberrhein rauf in den Hochschwarzwald. So sehen ökologische Rasenmäher aus. Landschaftspflege nennt sich das, was Schafe hier genüsslich schmatzend verrichten. Sie sollen verhindern, dass die Streuobstwiesen um Baden-Baden total zuwuchern. Mittendrin die Chefin. Ute Svensson ist Schäferin aus Leidenschaft. Hier läuft die Landschaftspflege ja jetzt mit Schafen und nicht mit Maschinen. Was sind da die Vorteile? Zum Ersten ist es halt kostengünstiger als mit Maschine. Dann hat man natürlich den ganz großen Vorteil, dass die Schafe als Same und Sporetransporteur genutzt werden kann. Also für die Artenvielfalt ist es ganz wichtig. Man sagt beim Schaf, sie haben einen goldenen Tritt, dass zum Beispiel Wühlmäuslöcher zugedreht werden können. Und das befestigt den Boden auch wieder. Nicht zu vergessen, der kostenlose Naturdünger. Bezahlt wird die Landschaftspflege überwiegend von der Gemeinde, aber auch von Privatleuten. Daran hängt Ute Svenssons Existenz. Lammfleisch bringt noch ein bisschen was, das Fell jedoch ist schon lange nichts mehr wert. Wie kommt es denn, dass sich das Geschäft mit der Wolle nicht lohnt? Wir haben jetzt hier alte Landschafrasse. Das hier ist zum Beispiel ein rauwolliges pommersches Landschaf. Und wenn man jetzt sieht, die haben halt eine graue Wolle, also eine farbige Wolle, die auch zudem noch grob ist. Und für die bekomme ich 15 bis 30 Cent pro Kilo. 3 Kilo hat so ein Schaf. Und ich zahle aber 2 Euro zum Schaf scheren lassen. Also es ist ein Verlustgeschäft. Zu tun gibt's immer was. So muss man den Schafen zum Beispiel regelmäßig ein Entwurmungsmittel verabreichen. Schäfer sollten körperlich fit sein, denn fast jeder Arbeitstag hat 13 Stunden. Ein Beruf mit wenig Freizeit. Sehr gut. Klar, dass es da Nachwuchssorgen gibt. Leona aber wollte den Job und hat bei Ute eine 3-jährige Ausbildung zur Schäferin gemacht. Sie ist jetzt ausgebildete Tierwirtin. Das ist ja doch ein ganz schön anstrengender und auch entbehrungsreicher Beruf als Schäfer. Wieso hast du dich trotzdem dafür entschieden? Ich habe halt mir viele Berufe gar nicht erst vorstellen können und habe bei den Schafen dann einfach gemerkt, das ist ein Rhythmus, der ist da und den kann man als Mensch eigentlich nur mitmachen. Ein Schreibtischjob wäre nichts für dich gewesen. Wäre nichts. Also bin ich mir ziemlich sicher, weil ich meine, ich könnte vielleicht für ein paar Stunden mal sowas machen und hätte dann vielleicht auch mehr Geld, als ich jetzt habe. Aber ich würde halt morgens nicht gerne aufstehen und das ist halt wirklich jetzt so. Ich wache morgens auf und ich weiß, dass ich das, was ich tun werde, gerne mache. Zum Schäferhandwerk gehört auch die Hundeausbildung. Goff, gehst du mal außen hin? Geh mal ganz außen. Diese hier sind altdeutsche Hütehunde, arbeitswillig und temperamentvoll. Sie sollen die Herde zusammenhalten. Goff, ruhig! Aber bis die Vierbeiner ihre Aufgabe perfekt beherrschen, dauert es 4 Jahre. Stich du! Der große Tag ist da. 700 Schafe werden umgesiedelt. Von der Rheinebene in den Hochschwarzwald. Obwohl viele Tiere das Spiel schon kennen, gehen manche nur widerwillig in den LKW. Das ist keine Durchlasse, sonst wird es gefährlich. So ein Umzug ist ja doch auch ganz schön stressig für die Tiere. Muss denn das sein? Ja, also es ist so, dass wir unsere Sommerweide 60 Kilometer entfernt haben. Und im Prinzip könnte man sie schon laufen, aber es ist halt hauptsächlich Wald. Und da hat es halt eigentlich nichts, wo man sie fressen lassen kann. Und deswegen müssen wir einfach verladen. Klar, also der Verladetag ist auch immer stressig für die Tiere, aber das ist halt nur ein Tag, finde ich, da kann man das akzeptieren. Die Reise geht auf 1000 Meter Höhe. Die Tiere müssen sich umstellen. Das Klima dort oben ist rauer, die Nahrung gewöhnungsbedürftig. Die Grindenflächen stehen unter Naturschutz. Maschinelles Mähen ist tabu. Also müssen auch hier die Schafe ran. Dafür wird Ute Svensson von der Naturschutzbehörde bezahlt. Mit der hat sie einen Landschaftspflegevertrag. Ich treffe Charlie Ebel vom Naturschutzzentrum Ruhestein. Warum macht man denn die Landschaftspflege hier oben mit Schafen? Ja gut, es geht vor allen Dingen darum, dass wir die Artenvielfalt hier erhöhen möchten. Und da ist vor allem dieses Gras hier, das Pfeifengras, ein Problem, das
ohne Nutzung sich sehr stark ausbreitet und andere Arten verdrängt. Dadurch, dass die Schafe das selektiv rausfressen, haben eben Arten wie die Heidelbeere oder ja auch die Besenheide, andere Zwergsträucher, mehr Raum. Und an diesen wiederum Insekten gebunden, von denen Vögel leben. Also es entsteht eine richtige Kette von neuem Leben. Ansonsten geht der Alltag hier oben weiter. Klauen schneiden steht auf dem Programm. Und Ute zeigt mir, wie es geht. Wer sitzt? Ich und nicht das Schaf. Aber dazu muss ich das Tier erstmal in Position bringen. Schafe brauchen eben immer menschliche Betreuung, 365 Tage im Jahr. Rechnet man den ganzen Aufwand zusammen, beträgt Ute Svenssons Stundenlohn etwa 5 Euro. Besserung ist nicht in Sicht. Die Landschaftspflege mit Schafen ist enorm wichtig, davon haben wir alle etwas. Doch die Zukunft der Schäferei sieht eher düster aus. Wirtschaftlich lohnt sich diese Arbeit nicht und besonders familienfreundlich ist sie auch nicht. Dieser Job ist vor allem etwas für Idealisten.